Und wir sind direkt vor unserem Haus? Wir sind direkt am Haus, okay? Oh! Was ist hier los? Woher ist das gekommen? Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Hier war vorher aber kein Stacheldraht. Das weiß ich ganz genau und das weiß auch Alex. Er muss einen anderen Weg finden. Die Frage ist nur, was ist das hier? Trainings... Ach so, ja, das hatten wir alles schon. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. So, da ist das Haus. Aber wie finden wir einen anderen Weg rein? Wir kommen ja von hier aus nicht in den Garten. Ich laufe einfach mal hier an der Mauer entlang. Alex, Alex, come in, are you there? Wheeler, are you all right? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find Fitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. God, I hope Elle's okay. So, da oben sind wir und da ist Fitch. Alles klar, also einfach nur die Straße runter. Und dann abbiegen. Wenn jetzt Gegner kommen, werde ich wie immer, sofern das möglich ist... Oh! Oh! Ja, so viel zum Thema Rennen. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Nimm die Beine in die Hand, Alex, und rennen. Das müsste ja gleich schon hier sein. Wenn ich mich nicht irre. Sir. Hey, you. Dr. Fitch. What do you want? Are you all right? Whose blood is that? What have you done? Stay away from me. Was? Die blöden Hunde kommen hinterher. Ich töte den mal eben, damit ich mich hier umgucken kann. Au! 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 Alter, was ist das denn noch? Fick die Henne! Alter, ich hab... Wow, ich hab nicht gespeichert. Oh, fuck, ich werde jetzt draufgehen. Ich werde jetzt echt draufgehen. Oh, shit! Lauf weg, Alex. So viel zum Thema hier umgucken. Schade. So, hier haben wir Ruhe. Boah, war das jetzt krass. Ich habe nicht mit den beiden gerechnet. Ich dachte, wir können jetzt den Hund da ganz easy töten. Und das war's dann. Der Tisch ist mit Staub bedeckt. Es sieht so aus, als habe ihn seit langem niemand benutzt. Und Fitch war doch der Doc, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Sieht auch aus wie eine Arztpraxis. Hier eine freundliche Krankenschwester. Aha. She may look clean, but... Okay. Es ist ein Warnposter über sexuell übertragbare Krankheiten. Ach so. Es ist doch keine Krankenschwester, es ist einfach nur eine Frau. Okay. Diphtherie befällt ungeschützte Kinder. Schützen die ihre Kinder mit Toxoid. Toxoid beugt, ich kann heute nicht lesen, Entschuldigung, beugt Diphtherie vor. Ja, gegen Diphtherie muss man doch geimpft sein, beziehungsweise musste man das früher immer. Es ist tatsächlich eine Arztpraxis und ein Gesundheitsdrink, wow. Warum gibt es in der Arztpraxis eigentlich nicht mehr Gesundheitsdrinks? Hier müsste doch alles voll davon sein. Oh, warum guckt er das so an? Universität Southeastern. Auf Empfehlung der Fakultät der Ärzteakademie und Kraft der Befugnis, die er vom Kongress der Vereinigten Staaten erhalten hat, hat der Aufsichtsrat der Universität Southeastern beschlossen, Martin Fitch zum Doktor der Medizin zu ernennen
und mit allen Ehrenrechten und Privilegien, die sich darauf beziehen, in Anerkennung aller Anforderungen für diesen akademischen Grad. Okay, er war also ein richtiger Arzt. Das hier kann man nicht lesen. Hier kann man nicht rein. Kann man das hier lesen? Nein, auch nicht. Die Tür ist auch zu. Was? Ach, hier ist noch eine. Oh, ein Kinderzimmer. Ein... Nee, es ist kein Kinderzimmer, es ist schon irgendwie ein Behandlungszimmer, aber mit so viel Kinderkram. Eine Puppe. Ein Teddy. Okay. Ah, da liegt noch was. Scarlet Fitch in ihrem Schlafzimmer mit ihren Puppen. Ja, aber das wird ja hier nicht. Das ist ja ein ganz normales Behandlungszimmer eigentlich. So vom Rest der Einrichtung. Dieses Regal ist voller Puppen. Man könnte meinen, sie würden einen beobachten, als ob sie auf etwas warten würden. Okay. Und was ist das hier? Die Kommode eines kleinen Mädchens. Wozu hat Dr. Fitch all die Sachen hier reingestellt? Dieser Kasten ist verschlossen. Das ist mir hier gerade überhaupt nicht geheuer. Ein Plattenspieler. Moment, wir haben keine Karte, wir haben nichts. Und wir können mit diesem Ding nichts machen? Der Kasten ist verschlossen. Wir haben keinen Schlüssel und nichts. Was war das für ein... Was war das für ein Geräusch? Oh, da kommt was auf mich zu. Pistole. Krankenschwestern, ich höre es an den Schuhen. Das hört man wirklich, da kommt sie. Komm rein, Alte. Oder kannst du keine Türen öffnen? Ich glaube, sie kann keine Türen öffnen. Oh shit, wie viele sind denn das? Eine, ich habe noch eine gesehen. Zwei, ich höre noch was. Drei, das darf doch nicht wahr sein. Komm her, Mädchen. Was? Vier? Komm her. Ey. Boah, gut, dass ich direkt die Pistole genommen habe. Jetzt habe ich zwar ein bisschen... Wow. 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 Krankenschwestern ohne Ende hier. Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder so krass gewesen wären wie die im Hotel. Ach, jetzt ist auch die Tür hier auf. Sehr schön. Das ist doch wahrscheinlich ein Serum, oder? Ja. Cool. Wenigstens ein bisschen Heilung. Damit darf ich nur nicht so verschwenderisch sein wie beim letzten Mal. Ich habe den kleinen Schlüssel. Lieber Dr. Fitch, ich war so enttäuscht, dass Sie unseren Termin letzten Freitag nicht eingehalten haben. Das ist das dritte Mal in einem Monat, dass Sie zur vorgegebenen Zeit nicht erschienen sind. Ich bitte Sie eindringlich, sobald Sie können, einen neuen Termin zu machen. Wir haben in den letzten Monaten solche Fortschritte gemacht. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es für eine schnelle Genesung ist, dass wir regelmäßig in Kontakt bleiben. Ich freue mich darauf, Sie schon bald wieder zu sehen. Hochachtungsvoll Dr. Slater, Chefarzt der Psychiatrie. Okay. Er war also psychisch krank. Er hat... Ach, das war die falsche Tür. Er hat also, wenn das hier seine Praxis ist, ein Zimmer so eingerichtet, dass er immer wieder an seine Tochter denkt. Und wenn wir davon ausgehen, oder wenn wir uns überlegen, dass Joshua verschwunden ist und auch die Schwester von Elle, vielleicht ist auch die, wie hieß sie jetzt, Scarlett, vielleicht ist sie auch verschwunden. Daraufhin wurde der Doc psychisch krank, Depressionen. Ich weiß es nicht. So, hier können wir aber schon mal den Schlüssel verwenden.
creepy. Scarlets Puppe, woher? Okay, die sieht sehr creepy aus. Wir sind wieder in der anderen Welt und diesmal ist es anscheinend ihr richtiges Kinderzimmer, denn hier steht das Bett. Boah, sieht das krass aus. Was ist das Rote, was da liegt? Ach so, das ist nur die Lampe. Meiner letzten Erinnerung zufolge erhielt ich diese Puppe aus der Vitrine. Was ist nur so besonders an dieser Porzellanpuppe? Das Gemälde hat sich verändert. Es sah mal wie eine Ballerina aus. Jetzt ist das eher so ein Kopf, der auf dem Boden liegt. Es ist die Puppe eines kleinen Mädchens. Echt creepy. Was ist das hier? Oh, das gefällt mir gerade gar nicht hier. Runterklettern? Josh! Moment, bevor ich zu ihm gehe, rüste ich das Messer aus. Josh, stop! Befinden wir uns etwa in einer Art Labyrinth? Wow, wo sind wir? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das ist doch echt eine Art Labyrinth, würde ich jetzt sagen. Zumindest sieht's so aus. Josh, wo bist du? Oh Gott, gehe ich da runter oder... Ich gehe einfach mal hier runter. Hier geht's nicht weiter, okay. Erstmal die Kamera drehen, so. Dann hier nach links. Oh, rüberspringen. Komm schon, Alex, bitte. Hallo, Hilfe! Ich würde mich gerade echt sehr über einen Speicherpunkt freuen. Ich spring mal rüber. Und gehe nach links. Und springe auf den Ventilator oder über den Ventilator. Da ist eine Puppe. Oh Gott! Was ist denn hinter mir? Oh mein Gott, das hat mich jetzt... Was ist hinter mir? Au! Geh weg! Wow, war das krass! Oh shit, Alex, lauf, lauf! Lauf, Alex, du sollst laufen! So wird das nix. Komm schon, spuck! Spuck nochmal! Spuck! Alter! Scheiße, ich verballer! Er spuckt nicht. Boah, hatte ich jetzt Schiss. Dieses hinter dir und die Stimme dazu. Speicherpunkt, bitte komm schnell. Was ist das hier immer? Ich habe gerade echt Angst. Informationen über unsere Patienten sind streng vertraulich und sollten in der Öffentlichkeit nicht erwähnt werden. Alles klar. Ich hau hier ab. Das wird mir gerade echt zu viel hier. Kann ich hier runter? Ich kann hier gar nicht runter. Moment.
Hier geht's nicht weiter. Konnte ich denn da hinten irgendwas machen? Also sowas bei Spielen ist echt schlimm. Es ist die Puppe eines kleinen Mädchens. Also sowas ist bei Spielen echt krass, wenn dann auf einmal so da steht oder einer sagt, hinter dir hinabklettern. Ihr blöden Mistviecher, geh von meinem Gesicht weg. Pistolenmunition, sehr gut. Ich möchte einfach nur einen Speicherpunkt. Ich werd gerade wieder hektisch. Und wir steigen immer weiter runter. Hier ist eine Tür, keep out. Ja, super. Ich möchte gerade wirklich einfach nur nach unten kommen und es sieht aus, als wären wir gleich ganz unten.